André, hast du schon mal drüber nachgedacht, dass du eigentlich zu viele Comics hast? Heute habe ich was ganz Besonderes für dich vorbereitet. Und zwar, wir machen heute eine Tierliste, wo wir ein paar klassische Stories, Charaktere und alte Comicfilme aus den 90ern in eine Tierlist packen. Es gibt ganz klassisch eine Bewertung. Es gibt S, es gibt A, B, C und D. D ist das Schlechteste, S ist das Beste. Was heißt Tier? Ich frage mich immer, was das Tier heißt, weil ich höre immer Tierliste. Ich weiß, was eine Tierliste ist, ich weiß aber nicht, was es auf Deutsch übersetzt heißt. Wir fangen an! Das erste, was wir jetzt ranken wollen aus den 90ern, eine ganz alte klassische Story ist die Klonsaga. Oh mein Gott. Die Klonsaga steht wirklich wahrhaftig für mich für die 90er. Es ist aber auch irgendwie eine der kompliziertesten Comic-Stories aller Zeiten. Ich frage mich, was finden Leute daran so gut? Oh, was? Ich liebe die Klonsaga. Ich finde daran alles gut. Ich liebe auch Ben Reilly. Wenn ich so auf die Klonsaga zurückblicke, es gab ganz viele Spider-Man auf einmal. Auf der anderen Seite fand ich aber cool, wie die etabliert wurden und was mit denen gemacht wurden, weil ich weiß, ich hast es so komplett gelesen damals. Ja, tatsächlich. Das große Problem bei der Klonsaga war ja, dass sie so krass aufgeteilt war in verschiedene Spider-Man-Serien, weil damals zig Spider-Man-Serien, du musst hier alle lesen, um so überhaupt die Main-Story verstehen zu können. Deswegen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein Fan der Neuen. Ich bin ein riesiger Spider-Man-Fan, don't get me wrong, aber Klonsaga ist so fucking kompliziert. Aber jetzt, André, wir müssen jetzt uns jetzt entscheiden. Wir müssen jetzt der Klonsaga einordnen in die Tierliste. Wo würdest du das Ganze sehen, die Story? Also ich würde es so auf den dritten Platz einordnen. Was ist der dritte Platz? Wäre B. B, ja, dann wäre es bei mir ein B. Ich tue mich da so ein bisschen schwer. Ich finde, die Story war nicht komplett kacke, don't get me wrong, auch da, aber ich glaube, für mich ist es eher so ein D. Also das ist wirklich keine der besseren Spider-Man-Stories, auch wenn die sehr ikonisch ist, ne? Ja doch, für mich gehört es schon so meine Top 3 Spider-Man-Stories rein. Okay, Leute, an der Stelle, das Video ist vorbei. Wir müssen auf einen gemeinsamen Nenner kommen, wir müssen das jetzt politisch debattieren. Wo packen wir Klonsaga hin? Achso, wir müssen das gemeinsam auf den gleichen, also machen keine Zweitierlisten. Ja, okay. Pass auf, was du sagst, weil jetzt kann die Freundschaft beendet werden. Ey, dann geh ich mit dir konform, weil ich weiß zwar nicht, welche Titel du noch dabei hast, aber ich packe mit da drauf, auch wenn ich an der Stelle nochmal jede und jeden, die dieses Video hier gucken, sage, dass ich persönlich die selber ein bisschen höher eingestuft hätte. Die nächste Storyline ist The Death on Return of Superman. Die Story, über die er medial berichtet wurde damals im Fernsehen, ganz groß, Superman ist tot. Superman will die November 18th. At the hands of a villain named Doomsday. I think they do it just to get money. Ja, cool, wir gehen hin, kaufen uns das Heft einfach 10 Mal mit die ganze Familie Millionäre wird. Ja, ja. Das war ja auch so die Sache, die haben ja angestanden. Jeder hat sich das Heft 20 Mal gekauft, weil er dachte, das geht komplett durch die Decke und ja, nee, ist nichts wert. Hast du doch die Saga gut im Kopf, den Tod von Superman? Ja, ich liebe ihn. Oh, natürlich auch die Saga hat auch versucht, ich muss sagen, die hat irgendwie so einen Trend losgetreten, weil genau in den 90ern war das ja bei DC so, dass sie ja ganz viele der klassischen Helden ersetzt haben, hier Batman, Azrael, Wonder Woman, jetzt hier Artemis und so weiter und so fort. Bei Superman gab es den jetzt neue Superboy, Steel und Cyber Superman kam auch noch dazu und alle wollen Superman sein und Equalizer hieß er, glaube ich. Es hieß nicht Equalizer, aber so ähnlich. Equalizer. Ich würde das auf so einen zweiten Platz tatsächlich trotzdessen stellen. Also auf A. Ja. Weißt du was? Vorher haben wir einen gemeinsamen Nenner gefunden. Du hast bei mir so ein bisschen eingewilligt bei Klonsaga, deswegen gehe ich jetzt mit. Okay. Perfekt. Nächste Storyline ist, oh mein Gott, einer meiner Favorites. Ist schon eine verdammt geile Zeit. Mhm. Für mich auch prägend, das war ja die Zeit, wo ich angefangen habe, Comics zu lesen. Auch eine tolle Sache, cooles Ding. Aber wie findest du überhaupt das Konzept, dass ein Hal Jordan der Good Guy ist und dann auf einmal in der Story wird er halt von Parallax besessen, ist dann auf einmal der Antagonist der Story so und macht alle kaputt so. Abwechslungsreich und mutiger, als es heutzutage der Fall ist. Mhm. Und auch so ein Sinnbild der 90er, dass man da viel umgeworfen hat, weil man moderner sein wollte, cooler, badasser. Mhm. Ach, wo würdest du das Ding einordnen? Das Ding ist, ich muss zugeben, ich bin ein bisschen biased, weil ich bin ja Green Lantern-Fan. Deswegen ist es für mich schon S-Tier. Weil Kyle Rayner, weil Hal Jordan mal ein komplett anderes erlebt, weil einfach dieses Cover höchstpersönlich fucking ikonisch ist und die Story insgesamt bockt auch heute, ist immer noch gut gealtert. Oh, Sache ist die. Falsches. Man kann über ein paar Stellen reden, wie zum Beispiel die Sache, wo Kyle Rayners Freundin umgebracht wird und ein Kühlschrank von ihm wiedergefunden wurde. Ob die sehr plakativ gewesen ist, aber... Aber sorgt ja auch für einen Troll. Ja, also total ich bin dabei. Ich gehe mit auf die 1. Ich muss sagen, bisher sind wir uns einig, aber vielleicht kommt ja noch etwas, wo wir uns so ein bisschen streiten werden. Und als nächstes haben wir Marvel Reborn. Und wir können uns, glaube ich, hier an der Stelle einigen, das gab es nie. Weiter geht es. Die nächste Story ist, ich hoffe, du bist bereit. Ja. Halte dich zurück. Ja, ich halte mich zurück. X-Men von Jim Lee und Chris Claremont. Oh mein Gott. Allein diese Kostüme sind so fucking ikonisch. Also eine Frage vorweg. Zeichnung von Jim Lee, top. Wirklich, das ist schon SS-Gott-Tier. Aber das Writing von Chris Claremont, wie fandest du das? Ich liebe die Zeichnung von Jim Lee aus der Zeit. Ich mag die Story noch nicht. Same.
storytechnisch, das Ding besteht teilweise nur aus Dialogen. Du hast halt Seiten mit irgendwelchen Charakteren, die komplett irrelevant sind und dann einfach solche Sprechblasen haben und du musst dich da durchkämpfen und denkst dir so, okay, Gott, läuft die Story jetzt voran oder ist einfach nur, lese gerade einen Roman und da passiert nichts praktisch inhaltlich. Ja. Also wenn es wirklich nach Jim Lee geht, nur Jim Lee, sein Artwork, wirklich S-Tier, nur dann S-Tier, aber wenn man das kombiniert mit dem Writing von Claremont, würde ich das Ganze eher schätzen, so auf, ich muss in der Mitte, so auf C zum Beispiel. Bin ich bei dir. Okay, nächste Storyline. Was haben wir denn da? Boah, Nightfall. Sie wollte edgy sein, die wollten ihren Helden brechen, ersetzt später durch Azrael zum Beispiel und einfach zeigen, hey, den Helden, denen geht's halt nicht gut, ne? Und dann müssen wir uns einig werden, ne? Ey, ich würde es auf den gleichen Platz, kann man zwei Comics auf den gleichen Platz stellen? Das geht wahrscheinlich nicht, ne? Du hast wahrscheinlich doch, klar, warum nicht? So. Ey, dann würdest du auf den gleichen Platz wie Superman stellen, weil hatte den gleichen Impact auf mich gehabt beim Lesen, hatte genauso wie bei Superman auch ein paar Passagen, die ich ein bisschen schwächer fand. Mich hat Azrael nicht so abgeholt. Boah, ich bin mir so ein bisschen unsicher, wo ich das jetzt ranken würde, deswegen so lala. Ich glaube, nee, weil ich finde die Story an sich, die Idee ist cool. Du hast halt coole Charaktere und auch dieses ganze Thema rund um Batman wird gebrochen und muss dann wieder sich zurückkämpfen an die Spitze und dann mit seinem potenziellen Nachfolger. Wenn ich daran denke, welche Stories von Batman auch noch parallel in den 90ern stattfanden, ist es eher so was in der Mitte. Also ich glaube, bei mir ist es eher so ein B. Ja, doch, ich wäre bei dir. B bin ich dabei. Okay, André, wir sind, glaube ich, uns einig. Darauf können wir erstmal anstoßen. Was hast du hier reingemacht? Das ist ja voll stark! Die letzte Story erstmal. Marvel vs. DC. Holy shit! Ist mit das erste, was ich überhaupt jemals gelesen habe, tatsächlich. Mhm. Ey, die Story ist aber total mies. Man hat das Gefühl, das ist ein Fanboy, der hat verschiedene Spielzeuge genommen und hat die gegeneinander gedreht lassen. Allein, ich meine, allein die Fans haben ja schon mitbestimmt, welche Figur gegen welche Figur gewinnt. Es ging ja um Popularität. Was halt Sinn macht in der Continuity, das wurde ja komplett ignoriert. Es ging einfach nur darum, wer es beliebter. Also, sie hätten so viel draus machen können. Es ist leider wenig draus gemacht worden. Überhaupt aus dieser ganzen 90er Jahre Crossover-Blase und einmal Amalgam-Universum und so weiter. Oh, Amalgam, das war. Ich habe nur schlechte Erinnerungen dran. Ja. Ich bin so traumatisiert von Amalgam-Universum. Ich muss aber sagen, damals. Es gibt Zeiten, es ist wirklich. Manchmal stehe ich um 3 Uhr morgens auf. Schweißgebadet und denke mir so, boah, es gab ja noch dieses Amalgam-Universum, scheiße. Ich muss aber sagen, damals, als ich das erste Mal gelesen hatte, da hatte ich halt nicht so die Referenz. Ich habe es damals unglaublich gefeiert. Ich habe da damals mit meinem besten Freund gehangen, wir haben diskutiert über die Kämpfe und haben gefeiert, welche neuen Amalgam-Superhelden jetzt kommen. Dann wurde damals hier diese Mischung aus Wolverine und Batman angeteased. Wir dachten uns, oh Gott, Darklord. Ach, emotionaler Wert, ne, sind wir ganz ehrlich, was so meine ersten Comic-Erinnerungen angeht und die nostalgischen Gefühle, die ich gerade mit dem Bild hier verbinde, was du hier vor mir zeigst, das ist für mich sehr emotional, sehr weit oben, da würde es wahrscheinlich sogar auf den Erstrang einstufen. Mhm. Aber ganz ehrlich, das Ding gehört auf den letzten Platz. Wobei, nee, ich würde sogar sagen, der ist auf C. Der ist nicht so schlecht. Warum musst du auch mal so alles haten? Du bist ja immer so negativ. Du bist ein richtiger Kritiker hier. Hey, du kannst mal das positiv. Einfach nicht. Kommen wir nun zu den Comic-Charakteren, die in den 90ern debütiert sind. Das sind so einige interessante Figuren dabei. Sagen wir jetzt mal so, fangen wir mal an mit Spawn. Und ich glaube, bei Spawn muss ich mir so ein bisschen zurückhalten, weil Leute, die mich kennen, die wissen, ich liebe Spawn über alles. Ich würde ihn auf S setzen. Ja, bin ich dabei. Oh. So, die nächste Figur ist, sind tatsächlich zwei Figuren, aber ich habe jetzt mal beide. Ja, The Darkness und Witchblade. Für mich absoluter Platz 1. Also wenn es noch einen Rang über den S-Rang gibt, dann gehören die da drauf. Aber ich wir können einen neuen Rang erfinden, das ist der Top-Go-Rang. Ich habe jetzt letztens angefangen, ich habe den ersten Compendium gelesen von The Darkness, habe mir den zweiten direkt bestellt, will jetzt auch bei Witchblade einsteigen und ich finde das so wahnsinnig faszinierend, diese ganze Welt, die ganze Figuren, die ganze Mythologie drumherum und es macht einfach Bock. Es ist auch irgendwie so ein bisschen wie so eine Zeitkapsel für die 90er auch so ein bisschen. Voll, und du erlebst auch mehrere Phasen an beiden Charakteren. Bei Darkness geht's krass nach vorne, weil du erstmal Gus Ennis im Boot hast bei den ersten, ich weiß nicht, 11, 12 Heften. Dazu Mark Silvestri, der The Darkness gezeichnet hat. Das ist einfach eine Phase, die ist so gut umgesetzt. Also der erste Companion-Band hat mir schon sehr gut gefallen von Darkness, deswegen könnte ich den auch schon teilweise auf S-Tier setzen. Ich weiß aber noch nicht, was später passiert und von Witchblade habe ich noch gar nichts gelesen, da will ich mir den ersten Band erst noch holen. Dementsprechend muss ich mich da, glaube ich, ein bisschen enthalten und mal so ein bisschen auf deine Expertenmeinung vertrauen, die nicht immer gut ist, aber hier vertraue ich dir jetzt mal. Ja, ist dran. Beide bei mir. Also, tut mir leid, sonst muss das Video jetzt beenden. Weiter geht es mit dem Charakter, den wir schon letztes Mal ein paar Mal schon angeführt haben, und zwar Azrael. Ja. Ich muss vorweg sagen, ich bin kein Azrael-Fan. Ich auch gar nicht. Oh, okay. Bin ich bei dir, den kannst du auf den letzten Platz hauen, ich mag den nicht. Ich würde sogar so machen, lass uns mal kurz Azrael nehmen und den so nicht mal bei D-Rang reinmachen, sondern das doch drunter so einfach. Ja, weg. Neuer Rang, Azrael-Rang, braucht keinen Arsch. So.
Squirrel Girl. Wurde ja auch in den 90ern. Hat wurde ja auch in den 90ern erfunden? Ja. Das wusste ich gar nicht. Das ist eine der meistgehassten Charaktere bei Marvel. Ich verstehe nicht, was an der so gut sein soll. Ich hasse die. Die kannst du zu Azrael packen. Vielleicht wäre das so eine coole Spin-off-Crossover-Serie für das Amalgam-Universum. Also wenn Marvel und DC wieder mit dem Amalgam-Universum startet und am Anfang ein Crossover, ein Team-Up zwischen diesen beiden Figuren macht, das Ding, das Projekt wird direkt beendet. Ja, das und keine lesen. So alle warten, also freuen sich vorhin, dann kommt das als erstes Crossover raus und dann verkauft sich das so schlecht, dass nie wieder ein zweiter Teil kommt. Sorry, aber Squirrel Girl ist... Also wer den Charakter mag... Opfer. Aber jetzt mal was Gutes. My main boy himself, Hellboy. Den würde ich auf, warte mal, S, A, auf dem A-Rang. Also der gehört für mich mindestens S-Rang. Nee, bei mir ist es doch der A-Rang, weil ich finde Spawn, Witchblade und The Darkness besser. Glauben Sie, dass ich verrückt bin? Boah, krasses Statement, das ist wirklich eine gewagte Aussage jetzt. Hellboy, für mich eindeutig S-Tier, weil die Figur ist halt einer der Flaggschiffe von Dark Horse. Hat auch gute Filme in Ron Perlman und so. Und die Storys sind auch, machen voll Bock so. Die Figuren sind einzigartig, die Welt macht Spaß. Für mich ja, ich würde da schon mitgehen, das ist schon so eine der legendären Figuren. Es gibt auch nur noch eine weitere Figur der 90er, die ich dann noch mit auf den S-Rang packen würde. Der vielleicht auch noch dabei ist. Oder du hast verkackt und hast ihn nicht mit drin. Aber das werden wir gleich sehen. Sandman, auch noch eine gute Figur. Ja, auf dem letzten Platz. Der kann zu Azrael. Einige Menschen wollen die Welt einfach nur brennen sehen. Ich merke schon, du bist so ein kleiner Psycho, was du sagen willst. Ja, ne? Absolut. Ich habe halt immer gehört, dass das so das Ding sein soll. Das ist ja auch der Heilige Gral, ne? Das ist die Wiederkunft Jesu. Den mag ich gar nicht. Eieiei. Ich weiß nicht, das ist nicht meins. Also Sandman ist für mich einfach pure Liebe. Die Netflix-Serie ist strong, die Comics sind noch stronger. Wer Sandman immer noch nicht liest im Jahre 2024, sollte sich lieber deinstallieren, sage ich jetzt mal an der Stelle. Nee, finde ich nicht. Du weißt schon, ne? Wir müssen jetzt irgendwie einen gemeinsamen Strang ziehen. Ich meine, guck dir an, das ist schon ein sexy Motherfucker, muss man sagen. Also, das musst du überlegen. Dann kommen wir uns in der Mitte treffen. Ich würde ihn auf den letzten eintragen. Du würdest ihn auf den ersten eintragen. So ein C-Rang. Boah, ich habe Kopfschmerzen, André. Ich weiß ja nicht. Das ist ja... C-Rang. Das ist ganz kritisch hier, aber so ganz kritisch. Ich glaube, da kommen wir leider nicht zusammen, André. Ich glaube, da müssen wir ja getrennte Wege gehen. Man muss immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Ja. Und bevor die Beziehung auch... unschön wird und auch kritisch, muss man, glaube ich, einfach getrennte Wege gehen. Ja, das war's. Du weißt, wo die Bahn fährt. Boah, mir kommen jetzt einfach richtig die Tränen. Kommen wir nun zu den Comic-Filmen. Und ich muss sagen, André, ich habe so ein bisschen Angst. Du müsst auf jeden Fall jetzt ganz stark sein, deswegen nimm meine Hand. Boah, ist das cringe. Wir beginnen mit dem ersten Film. Die Schulmacher-Beffen-Filme. Oh mein Gott, was war das für ein Fiebertraum? Damals, ich war zarte 8 Jahre alt, als er im Kino lief. Und war beeindruckt. Ich fand den Film großartig, damals Batman Forever. Ich fand ihn wirklich großartig. Und aus den 90er Jahren. Als Kind, als Erwachsener ist, glaube ich, noch ein bisschen anders. S-Rang. Diese zwei Batman-Filme sind halt sehr dafür bekannt, dass sie so ein bisschen trashy, ein bisschen goofy sind, so ein bisschen diesen Silver-Age-Charakter haben. Ich meine, du hast einfach Bat-Nipple und die Bat-Credit-Card und so ein Shit. Die Figuren, auch ein Bane oder eine Poison Ivy und Two-Face und alles überzeichnete, bunte Parodien von den eigentlichen Vorlagen. Alright, everyone, chill! Aber das Ding ist, dadurch, dass ich den Film auch aus meiner Kindheit kenne, verbinde ich ihn einfach so mit meiner Kindheit an sich und habe eigentlich eine gute Erinnerung, aber nur, weil ich den Film von Anfang an gar nicht ernst nehme. Das ist für mich kein Tim Burton düsterer Batman-Film. Ja. Sondern es ist einfach so, stell dir vor, Batman, aber als Parodie. Also, mich hatte der irgendwie einen ernsten Impact gehabt. Ich fand die Bilder irgendwie cool und dachte gar nicht so, als so ein Film wahrgenommen, wie wenn man den heute sieht. Wenn du beide auf einen Platz packen willst, dann müssen beide auf den S-Rang, weil Batman Forever fand ich großartig. Ich weiß nicht, ob ich ihn auf S-Rang packen würde, aber... S-Rang. Hört auf den Mann. Wir kommen zum nächsten Film. Blade. Ey, ich muss auch sagen, Blade ist, auch wenn wir jetzt hier eine Filmliste gemacht hätten, mit allen Marvel und DC-Filmen, ist das hier meine absolute Nummer 1. Es gibt für mich keinen besseren Marvel- oder DC-Film. Und eine Schande, dass ich Batman auf den gleichen gepackt habe. Ey, können wir das auch nochmal rückgängig machen und den auf den A raufpacken? Nee, ja, nee, wir müssen, du musst. Das Ding ist, deine Taten haben Konsequenzen. Ja, ich weiß. Ja, man kann das nicht rückgängig machen. Okay, S-Rang, beide S-Rang, ja. Ich glaube, am Ende wird bei dir für alles S-Rang. Also, es gibt noch einen Film, ne, den alle scheiße finden, den ich auch auf S-Rang packen würde. Aber da werden wir gleich drüber reden, wenn du ihn dabei hast. Also, nach Blade. Du hast Savage Dragon voll vergessen, bei den Figuren muss man nebenbei erwähnen. Der Savage Dragon. Einer der wenigen guten Filme der 90er, The Crow. Fand ich damals voll cool tatsächlich, aber lass mir überlegen. S, A, B, C, D haben wir, ne? Mhm. Bei mir weiß ich auch nicht, ob er S-Rang wäre, aber der ist schon relativ weit hoch. B, B.
Das Ding ist, wenn du halt über Comicfilme, über gute Comicfilme redest, redest du halt immer über Scott Pilgrim, du redest über Watchmen und dann kommst du immer zwangsweise zu City und The Crow. The Crow wird immer als eine der besseren Sachen benannt. Ich weiß auch schon, dass ich für dieses Video mit dir voll den Hate bekommen werde, weil ich schon ein paar Sachen... Ja, von mir. Ja, also kein S-Rang, aber ich würde mich auch auf den A-Rang einlassen. Okay, dann machen wir den mal A-Rang. Okay. Fühlt sich komisch an, aber okay. Okay, also wir können es auch gerne auf A machen. So. Ja. Okay. Ich habe Angst, jetzt zum nächsten Titel zu gehen, ne? Boah, den feier ich bestimmt, wenn es was mit Basketball zu tun hat. Stil! Das hat was mit Basketball zu tun. Ich wusste, dass es jetzt kommt. Shaquille O'Neal. Und passt auf, ich habe eben schon gesagt, es gibt einen weiteren TA. Oh mein Gott. A. Ah. Nein. Ich fand den damals cool, den Film. Du hattest einen Film mit Shaquille O'Neal als Protagonisten, Mann. Ey, ich fand den Film damals cool. Das war halt eine Low-Budget-Produktion. Mhm. Ne? Ich fand die Story cool. Mir hat der Film tatsächlich Spaß gemacht. Aber was war denn die Story? Ich krieg die gar nicht mehr so stark zusammen. Shaquille O'Neal kam irgendwie so zurück in seine alte Nachbarschaft, musste sehen, dass dort halt die Kriminalität immer noch voll am Gange ist, dass Waffen gehandelt werden und. Und der sieht, dass die Polizei daran vorbeiguckt und denkt sich dann, alles klar, da muss ich die Sache selbst in die Hand nehmen und baut sich daraufhin diese Iron Man Rüstung, Steel-Rüstung. Das krasse ist ja auch, dass Steel gerade mal ein, zwei Jahre vorher erfunden wurde. Es wurde ja quasi die Figur erfunden in den 90ern für die Storyline, hatten wir gerade eben noch gehabt, der Tod von Superman, und hat direkt kurz danach dann seine eigene Verfilmung bekommen. Also so schnell, wie das ging. Ja, aus heutiger Sicht ist es halt ein Low-Budget-Film mit fucking Shaquille O'Neal in der Hauptrolle. Super. Der kann halt nicht schauspielen. Ja, ich bin auch dabei. Ich fand ihn damals irgendwie cool. Und für mich ist es tatsächlich ein A-Rang. Es ist also wirklich schwierig, mit dir so Tierliste zu machen, weil du hast sehr einen seltsamen Geschmack. Also wirklich. Ja, ich würde den Film eher so auf D, also zu einem schlechteren Comicfilm zählen. So. Zu einem schlechteren, aber was ist denn da noch großartig besser? Die Maske. Also das ist ein guter Comicfilm. Hands down, die Maske, Jim Carrey in seiner Peak. Wirklich, das war die goldene Zeit. Ja, er war jahrelang mein Lieblingsschauspieler. Es ist ein S-Rang. Also ihr merkt, es wurde sehr viel S unterwegs. Aber man muss auch dazu sagen, der Film hat mit den Comics gar nichts zu tun, ne? Ja. Weil der ist kindisch, aber die Comics sind übelst brutal. Ja, volle Möhre. Solltet ihr unbedingt lesen. Der gute Herr neben mir hat dazu mal ein Video gemacht vor. Ist das noch online? Nein. Jim Carrey, die Maske, für mich ist sie, glaube ich, auch eindeutig ein S-Tier, weil der Film ist einfach legendär. Dann, kompletter Kontrast ist der nächste Film, Barbed Wire mit Pamela Anderson. Hab ich noch nie was von gehört. Siehst du zum ersten Mal? Erscheint die bei Dynamite, ist das eine dieser Dynamite-Veröffentlichungen? Was? Dynamite? Die Turtles, der 90er. S-Rang. Teenage Mutant Ninja Fucking Turtles. Ey, ich hab die Videokassetten sogar da vorne noch im Regal stehen, davon aus meiner Kindheit. Ich hab die Filme so oft gesehen und... Das ist schon für mich die Tier. Was? Die Kostüme sind lächerlich. Was? Die Filme sind einfach cringe. Was? Ich meine, das ist ein... Ich weiß nicht, ich finde den Film schrecklich. Was? Also, ich weiß nicht, welcher Film von denen das war, aber in einem von denen ist einfach ein Vanille-Eis dabei und macht den Turtle-Rap. An dem Moment ist das Ganze für mich gestorben. Ich hab's geliebt. Alter, Turtles. Doch, ich fand selbst den Soundtrack cool, weil das... ich hab damals schon gerne Hip-Hop gehört als Kind. Und das war so ein Hip-Hop-Soundtrack. Zumindest beim Abspann war so ein paar Rap-Lieder dabei und ich hab's gefeiert. Boah, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo ich den ranken soll. Also, bin da so ein bisschen unentschlossen. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wie ihr den Film ranken würdet. Wie peinlich der ist. Der Typ, der den Film auf S-Rang hat. Aber Leute, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr den Film ranken würdet. Da bin ich mal gespannt auf eure Meinung. Und ich würde sagen, das war's. Wir haben heute vieles über uns, glaube ich, gelernt. Ja, sehr viel. Wir haben uns näher kennengelernt und... Wir haben uns angenähert und haben dann noch eine viel größere Distanz aufgebaut. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das Video beenden soll. Hast du vielleicht irgend so ein berühmtes Zitat von irgendeiner Person? Oder willst du abschließend irgendwas in die Kamera sagen? Etwas Wichtiges für die Welt da draußen. Das kann ich nicht reinschneiden.